So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trade Out. Weiter geht es bei unserem Horrorspiel, in der nichts. Da ist wieder ein Hinweis. Ich weiß, dass du dich hier herumtreibst. Du wirst niemals mein Baby kriegen. Niemals. Oh Gott. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Hinweise? Tür ist jetzt offen, okay. Alles klar. Müssen wir nur einen Schlüssel finden irgendwo. Wo könnte man den Schlüssel verstecken? Wir können uns ja hier noch mal ein bisschen umschauen. Aber doch gar nichts. Was könnten wir hier noch suchen? Ich glaube, wir müssen doch noch mal runter irgendwie. Eventuell. Aber nix. Ich würde sagen, wir gehen einfach noch mal runter, da wo das Schweinchen war. Das liebe, nette Schweinchen, wo so mega hässlich aussieht. Und schauen uns da einfach da nochmal um. Irgendwie gibt's hier nichts. Oh, wer bist denn du? Ich glaube, wir sollen ihm folgen, kann es sein? Wo ist er hin?
Ne, ich gehe jetzt einfach mal runter und schaue mich da noch mal ein bisschen um. Weil hier oben scheint es erstmal nichts zu geben. Und dann sehen wir weiter. Müssen wir halt nur aufs Schweinchen achten. Dass wir es. Noch ein Hinweis. Der Lehrbetrieb an der örtlichen Hochschule musste gestern überraschend unterbrochen werden, als ein ganzes Klassenzimmer voller Schüler plötzlich eine Art Trance verfiel. Um 10 Uhr morgens unterrichtete Frau Astrid nach Stundenplan Geographie in ihrer Klasse, bis aus dem Nichts eine Handvoll Schüler anfingen zu schreien und nach ihren Tischen zu treten. Augenblicke später waren auch die restlichen Schüler in Schreikrämpfe verfallen und zeigten auch ansonsten wirres Verhalten. Als sie begannen, ihr fremdartigen Zungen zu brechen, holten die Lehrerin sofort Hilfe. Der Rektor gab bekannt, dass es sich bei dem Vorfall in eine Tat um massenhafte Besessenheit durch übernatürliche Wesenheiten gehandelt habe. Die gesamte Klasse 2a wurde unverzüglich zur Behandlung in das nächste Krankenhaus gebracht. Ein Behandlungsteam kümmerte sich um die Versorgung der Schüler, während ein professioneller Hexendoktor einen Exorzismus durchführte. Augenzeugen sagten, dass alle Schüler gleichzeitig nachmittags gegen 15 Uhr wieder zu Bewusstsein kamen. Oh. Nee, du lass mal. Okay, die Tür ist verschlossen. Das heißt, es muss hier irgendwas geben. Gott. Klasse. Das Schweinchen ist wieder da. Noch was? Werde wiedergeboren. Nimm an der großen Zusammenkunft teil.
Schon ziemlich crazy, das Spiel. Diese Stadt ist nicht zu verschlafen, wie man auf dem ersten Blick meinen mag. Anscheinend haben sie einen eigenen Feiertag. Es gab ein ausschweifendes Fest mit lebhafter Musik, Tanz und jeder Menge Essen. Es waren alle da und hatten Spaß. Eine unglaubliche Erfahrung. Naja, da war eine Sache, die irgendwie seltsam war. Ich hätte schwören können, dass ich während des ritualen Tieropfers Schreie gehört habe. Andererseits habe ich die Trompeten und die Trommler sowieso alle übertönt. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Zumindest schien keiner der anderen irgendwas bemerkt zu haben. Naja. Oh. Die stehen ja auch sehr seltsam. Aber da scheint niemand. Ne. Ring, ein seltsamer Fingerschmuck, der von mystischer Energie pulsiert. Der vor mystischer Energie pulsiert. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Da ist das Schwein wieder. Komisch. Sehr merkwürdig. Na komm her, du scheiß Schwein. Du hast noch einen Hinweis. Holen Sie sich einen authentischen Jelot. Möchten Sie reich sein? Hungern Sie nach Erfolg? Wollen Sie die Liebe Ihres Lebens erobern? Nur einem authentischen Yinglong wachsen Haare und Fingernägel.
Frage ist nur, was müssen wir jetzt hier machen?